10 Jahre nach Star Trek Enterprise bekommt das Franchise endlich eine neue Serienauskopplung. Und mit 74 von 100 Punkten auf Metacritic, zumindest in der Pressewertung, ist das schon mal gar nicht so verkehrt. Die User allerdings sind mit 4,6 von 10 möglichen Bewertungssternen gar nicht so begeistert von der Serie anscheinend. Mittlerweile sind 5 Folgen der ersten Staffel von Star Trek Discovery auf Netflix anzuschauen und ich habe mir die ersten 4 bisher davon auch mal angeschaut und mich gefragt, warum eigentlich dieses Argument aufkommt, dass es sich nicht wirklich nach Star Trek anfühlt. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und möchte euch jetzt meine Meinung dazu mitteilen. Das Ganze habe ich aufgeteilt in 3 Punkte, und zwar Optik, Story und Charaktere. Und ich fange direkt mit der Optik an. Und zwar ist Star Trek Discovery als erster Punkt sehr viel dunkler als seine Vorgänger. Man kann manchmal schon gar nicht mehr erkennen, was sich an geilen CGI-Animationen da im Schatten versteckt. Das trägt natürlich zur viel düstereren Atmosphäre auch bei, aber es ist auch nervig, wenn man einfach nichts sehen kann, sondern einfach nur ein paar Lichter blinken. Manchen stößt wahrscheinlich auch auf, dass das Waffen- und das Schiffdesign etwas verändert wurde. Gut, man könnte jetzt sagen, man muss hier nicht pingelig sein, aber mich stört auch vor allem, dass das Klingonen-Design, das Charakter-Design von den Klingonen noch so viel mehr zugespitzt wurde, dass die jetzt eigentlich völlig nur noch nach Aliens und schon fast nicht mehr humanoid aussehen und eigentlich nur noch ja böse herüberkommen, was sie ja letztendlich auch nicht sind, wie man dann aus den Vorgängern, die ja die Nachgeschichte im Prinzip erzählen, eigentlich weiß. Glaubhaft am Production Design, also am Aussehen von allen Sachen, finde ich aber schon, dass es so aussieht, als würde Star Trek Discovery eben in einer Zeit vor Star Trek Enterprise oder Star Trek oder es spielt eben vor allen anderen Serien und ich finde, das kann man an dem Design von allen Sachen eigentlich schon erkennen. Vor allem an den Schiffen, wo die Architektur eben noch nicht so ausgefallen und so sehr steril, sondern noch so ein bisschen dreckig und metallisch ist. Und ja, also das finde ich ist schon glaubhaft gemacht. Eine Sache, die ich persönlich sehr schade finde, ist, dass man sich beim Uniformdesign wieder auf das Blau beschränkt, wie man es auch schon bei Star Trek Enterprise, also der Vorgängerserie, gemacht hat. Ich finde, diese roten und gelben und eben blauen Uniformen, die gehören einfach zu Star Trek dazu und irgendwo müssten zumindest so farbige Elemente doch in den Uniformen auftauchen. Also ich finde das schon schade, dass man sich da auf diese komplett blauen, zwar mit Gold und Silber verzierten Uniformen reduziert hat. Kommen wir zur Story. Die Serie beginnt mit einer sehr gezwungen pathetischen Doppelfolge, die schon fast albern wirkt und die ganze Geschichte einer, ja, misslungenen Schlacht auf so auf so 90 Minuten zusammenpresst, dass es irgendwie zu kurz und gar nicht so episch rüberkommt, wie es anscheinend wirken soll. Die Story ist dreckiger und die Entscheidungen der Charaktere irgendwie holpriger, was zwar in gewissem Maße zu einer jüngeren Sternflotte passt, aber dann trotzdem irgendwie nicht zu diesem Star Trek Feeling, wo alle Entscheidungen irgendwie am Ende aufgehen und alles sehr rund und glatt und intelligent eigentlich ist. Der Story fehlt auch irgendwie total an dieser philosophischen, hoffnungsvollen Ausrichtung, wie man das eigentlich sonst von Star Trek kennt und dementsprechend fehlt auch völlig der Humor. Also es ist eine sehr ungewohnt ernste Geschichte, die irgendwie eben, wie gesagt, total düster ist und irgendwie viel zu negativ für Star Trek. Spätestens ab der 4. Episode, zumindest in Anfängen auch schon ab der 3. Episode, beginnt die Story sich in eine etwas andere Richtung zu entwickeln, als sie es in den ersten 2 Episoden tut. Man kann diese ersten 2 Episoden sozusagen als Origin-Story für diese ganze Serie wahrscheinlich nehmen. Es entwickelt sich zwar in eine chronologische, logische Richtung, die zwar auch spannend und interessant wirkt, aber wo auch wiederum, wie schon gesagt, das Star Trek-Feeling irgendwie fehlt. Was die Serie stark von ihren Vorgängern unterscheidet, ist, dass die Geschichte episodenübergreifend erzählt wird. Das heißt, dass sie auf die ganze Staffel gestreckt wird und nicht mehr wie vorher im Beast of the Week Format, also jede Folge eine eigene Geschichte erzählt wird. Das ist eine Entscheidung, die zeitgemäß ist, aber die sie, wie gesagt, auch von den vorangehenden Star Trek-Serien unterscheidet. Das könnte auch zu diesem fehlenden Star Trek-Feeling eben beitragen. Den Hauptgrund, warum sich Star Trek Discovery nicht genauso anfühlt wie die alten Star Trek-Serien, sehe ich in den Charakteren. Und zwar wird hier nicht die Geschichte einer Mannschaft und ihres Schiffes erzählt, sondern die einer einzigen verurteilten Ex-Offizierin. Es ist praktisch eine Underdog-Hero-Geschichte, wenn man so sagen möchte, die sich gegen alle anderen stellen muss. Dementsprechend werden alle anderen Charaktere auch erstmal zu Antagonisten und wir können uns nur an dieser einen einzigen
Ex-Offizierin festhalten, mit der wir sympathisieren. Diese Ich gegen den Rest der Welt-Charakterisierung passt für mich dann wieder nicht zum Harmonie und zum friedlichen Gedanken, der eigentlich hinter der Sternenflotte steht. Die Charaktere sind schon fast zickig zueinander und arbeiten mehr in eigenem Interesse, als dass sie zusammen die Interessen der Sternenflotte vertreten würden. Hier hat Vio schon treffend geschrieben, das passt einfach nicht zur Sternenflotte. Die Brillanz und die Stärke der Mannschaft hat sich nämlich schon immer bei Star Trek aus ihrer Zusammenarbeit ergeben. Sei es jetzt die ganz alte Star Trek Serie oder die ganz neuen J.J. Abrams Filme, immer arbeitet die Mannschaft zusammen und dadurch ergibt sich eine intelligente, philosophisch harmonische Lösung, wie man so will. Aber hier bei Star Trek Discovery arbeiten irgendwie alle gegeneinander und vertreten ihre eigenen Interessen. Die Serie befindet sich jetzt in der vierten Woche. Wie gesagt, es sind 5 Folgen mittlerweile online. Die ersten beiden waren, wie gesagt, eine Doppelfolge. Und man kann mittlerweile eine Richtung erkennen, in die die Serie geht. Diese Richtung funktioniert auch, für sich genommen. Aber eben, wie gesagt, ich habe die Gründe, die ich dafür sehe, gerade ja alle aufgezählt, kommt dieses Star Trek-Gefühl nicht so ganz rüber. Für sich alleine genommen haben wir es hier mit einer Sci-Fi-Serie zu tun, die man absolut gucken kann. Die zeitgemäß ist, die mit ihrer Optik zu überzeugen weiß, wo die CGI-Elemente und Effekte gut sind, gut aussehen, teuer sind. Und wo auch die Story funktioniert. Genauso zeitgemäß ist die Erzählstruktur, die eben episodenübergreifend erzählte Geschichte, genauso wie die Inszenierung, dunkle Bilder, viele Lichter, es sieht optisch einfach cool aus, wir haben hier und da mal einen Lensflare. Es handelt sich also um ein sehr zeitgemäßes Paket. Aber vom Feeling her passt die Serie einfach besser zu dem, was die Alien-Filme gemacht haben. Eben mit diesem Underdog-Hero, der zwar intelligent ist, aber sich gegen alle anderen durchsetzen muss. Dann gibt es diese düsteren Raumschiffe, wo irgendwelche Aliens aufeinander zukommen. Es gibt auch sehr viele Jumpscares, was für Star Trek, finde ich, völlig ungewöhnlich ist. Also es wird so ein gewisser Gruselfaktor mit eingebracht, der eigentlich bei Star Trek gar nicht so angebracht ist. Es mangelt total an Humor irgendwie, es ist gar nicht mehr witzig, es ist nicht mehr wirklich hoffnungsvoll und wie gesagt, diese Harmonie und der friedliche Gedanke und der Forschungsgedanke, der eigentlich hinter der ganzen Sternenflotte steht, der geht völlig unter, weil auf einmal Krieg gegen die Klingonen geführt werden muss. Und anscheinend, also es fühlt sich so an, als hätte die Sternenflotte ihre komplette Moral über den Haufen geworfen. Man könnte jetzt argumentieren, ja, die Sternenflotte entwickelt sich nach diesem Krieg ja weiter und deswegen sind die danach alle so friedlich und harmoniemäßig drauf und so philosophisch und so. Aber es kommt halt genau deswegen das Star Trek-Gefühl einfach nicht auf und deswegen kann ich auch verstehen, wenn viele Fans sagen, das funktioniert für mich einfach nicht. Sorry. Das waren meine bescheidenen Gedanken zur neuen Star Trek Discovery Serie. Ihr könnt euch unten noch meine sehr einseitige, das gebe ich gerne zu, Blade Runner 2049 Review anschauen und ein anderes Bonusvideo. Ist kein Bonusvideo, aber es klingt besser. Ein Bonusvideo!